Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr so einen 3D-Origami-Weihnachtsmann bastelt. Als erstes machen wir eine Basis von 16 Modulen. Das heißt, in jeder Reihe sind 16 Module. Wenn ihr 16 Module in einer Reihe habt, dann schließt den Kreis. Und fügt eine weitere Reihe mit 16 Modulen hinzu. Im nächsten Schritt stecken wir 4 Module verkehrt herum drauf. Und den Rest der Reihe ganz normal. Stecken wir 3 weiße Module auf die Module, die wir verkehrt herum gesteckt haben. Und jetzt stecken wir jeweils an den Seiten der verkehrt herum gesteckten Module wieder 1 verkehrt herum. So. Und den Rest der Reihe machen wir normal. Jetzt nehmen wir wieder weiße Module und stecken die wieder hier auf die verkehrten 4 Stück. Und stecken wieder auf jede Seite ein verkehrt herumes Modul. Den Rest der Reihe machen wir nochmal. Als nächstes stecken wir 5 weiße Module auf jede Seite wieder ein verkehrt herumes Modul und den Rest nochmal. Stecken wir hier 6 weiße Module auf. Auf jede Seite wieder ein verkehrt herumes Modul. Und den Rest der Reihe machen wir normal. Steckt ihr hier 7 weiße Module drauf? Und den Rest der Reihe macht ihr mit weißen Modulen, aber diesmal alle verkehrt herum. Machen wir eine weiße Reihe. Alles weiße Module, alle in der richtigen Richtung.
steckt in der Mitte ein rotes Modul auf und macht den Rest der Reihe mit weißen Modulen. Steckt ihr hier auf das rote zwei weiße Module auf und jetzt auf diese Seite und auf die andere Seite von beiden weißen Modulen je zwei verkehrt herum immer cremefarbene. Und den Rest macht ihr mit weißen Modulen. Steckt ihr sieben Creme- oder hautfarbene Module hier in die Mitte oder verkehrt herum. Und den Rest der Reihe macht ihr mit weißen Modulen. Jetzt stecken wir acht hautfarbene Module hier auf. Den Rest macht ihr nur mit weißen Modulen. Dann stecken wir sieben cremefarbene Module drauf. Der Rest ist wieder weiß. Stecken wir sechs cremefarbene Module auf. Und den Rest der Reihe machen wir mit weißen Modulen verkehrt herum. Steckt jetzt eine Reihe mit weißen Modulen auf. Macht ihr zwei Reihen mit roten Modulen. Verkehrt herum. Müsst ihr aus 16 Modulen pro Reihe 8 machen. Dafür steckt ihr immer zwei Spitzen in eine Tasche. Ganz zum Schluss steckt ihr dann noch eine Reihe mit weißen Modulen auf. Jetzt kleiner Santa Claus so gut wie fertig. Ihr müsst nur noch zwei Augen und eine Nase ausschneiden und aufkleben und dann sieht er genau aus. Ich hoffe, ihr konntet alles verstehen, konntet alles sehen. Für Fragen und Anregungen unten die Kommentarfunktion nutzen. Viel Spaß beim Nachbasteln.